Servus, grüß euch und hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast in meine Beratungsecke. Heute mit dem Thema Loslassen tut gut. Ja. Warum halten wir an so vielen Dingen fest, die uns eigentlich gar nicht gut tun? Oder das Festhalten tut uns nicht gut? Fangen wir mal bei den ganz einfachen Dingen an. Die Eltern, die ihre Kinder nicht loslassen wollen. Die sehen wohl, dass ihre Kinder erwachsen werden, aber eigentlich möchten sie sie nicht loslassen. Warum ist das so? Ich glaube, es ist deswegen so, weil wir eine ganz lange Zeit unsere Kinder in den Mittelpunkt unseres Lebens gerückt haben. Wir haben uns auf gewisse Art und Weise definiert durch sie. Sie haben unser Leben bestimmt. Und dementsprechend sind sie uns wichtig geworden. Sie sind uns lieb geworden, wir haben uns die Haare gerauft. Wir wollten sie an die Wand nageln, verkaufen, verschenken, wie auch immer. Und dann wollten wir sie wieder ganz doll knuddeln und drücken und herzen. Und genau diese Kombination macht es so innig, macht es so intensiv und macht es so vertraut. Und da der Mensch ein Gewohnheitstier ist, möchte er gerne immer an allem festhalten, was vertraut ist, was gewohnt ist. So, aber wir haben als Eltern einen Auftrag nur für eine bestimmte Zeit. Ja, wir werden immer Eltern sein, gar keine Frage. Und wir werden auch immer wieder versuchen, unseren Kindern zu helfen, egal wie groß sie sind und wie alt. Aber Fakt ist, irgendwann müssen wir sie ihrem eigenen Leben übergeben und haben nicht mehr das Recht, dort einzugreifen. Und auch nicht die Pflicht, macht manchmal auch einiges her. Kann man sich gleich in diesem Gedankengang mit überlegen. Und genau das ist der erste Schritt, um loslassen zu können. Ich muss erkennen, vom Kopf her, dass mein Gefühl, was ich habe, nicht schlecht ist. Aber wir haben auch eine gewisse Realität. Und diese Realität ist in unserem Gefühlsleben noch nicht angekommen. Weil eigentlich wollen wir doch, dass unsere Kinder selbstständig sind. Eigentlich wollen wir doch, dass sie auf eigenen Füßen stehen. Wir wollen auf sie stolz sein, sie sollen ihre eigenen Erfolge feiern. Aber wir schaffen es einfach nicht, uns rauszuhalten, weil wir über 16, 17, 18, vielleicht 20 Jahre oder länger uns eben nicht rausgehalten haben, sondern die Verantwortung übernommen haben. Aber eigentlich möchten wir es doch. Wie viele Leute kommen uns entgegen oder im Gespräch sagen, jetzt ist der Bub immer noch nicht ausgezogen und jetzt studiert er noch und braucht noch Unterstützung und finanziell und hin und her und eigentlich geht es mir doch auf die Nerven. Das sind wir doch schon auf dem Weg, uns abzunabeln, loszulassen. Ja? Aber irgendwie dann doch nicht. Weil wenn die Kinder dann plötzlich kommen und sagen, also ich möchte jetzt loslassen, ich möchte jetzt meine eigenen Wege gehen, ich möchte meine eigene Entscheidung treffen, dann sind wir immer wie vor den Kopf geschlagen. Aber eigentlich, und ihr merkt schon, wir sind hier bei ganz viel eigentlich, gell? Ja. Eigentlich sollten wir das nicht tun. Und um leichter loslassen zu können, sollten wir versuchen, die positiven Seiten zu erkennen, am Loslassen. Zu erkennen, dass ich für mich wieder mehr Zeit habe, wenn der Bub oder die Tochter in der eigenen Wohnung lebt. Ja, ich nicht mehr meinen Alltag durch das Kind strukturiert habe, nicht mehr die dreckigen Socken überall einsammeln müssen, nicht mehr irgendwo das Kind hinfahren müssen oder mich rumstreiten müssen, warum jetzt das Taschengeld eben nicht reicht. Ich glaube, jedes Elternteil weiß ganz genau, von welchem Gefühl ich spreche und
weiß auch ganz genau, wenn ich sage, sehnt euch mal danach oder denkt mal daran, wenn ihr euch daran gesehnt habt oder danach gesehnt habt, dass ihr dieses ganze Bromborium nicht habt. So. Und das ist der Weg hinaus aus dem Loslassen. Weil ich bin nämlich jetzt auch auf einem neuen Weg, gefühlstechnisch und gedankentechnisch. Ja, weil wie kann ich einen Menschen selbstständig werden lassen, wenn ich immer an ihm klebe wie eine Klette, ja, und ihm dann doch immer über den Mund fahre oder doch ihm die Entscheidung abnehme? Dann kann dieses Wesen nicht eigenständig werden, nicht erwachsen werden, nicht für sich seine eigene Verantwortung übernehmen. Und genau deswegen tut Loslassen eigentlich sehr, sehr gut, weil wenn wir endlich wieder unser Leben selbst in die Hand nehmen können, haben wir viele Möglichkeiten aufgrund unserer Lebenserfahrung, unserer Reife, eventuell auch unseres finanziellen Polsters, dass wir Dinge erledigen können oder machen können, die wir uns vor den Kindern nicht haben erlauben können, die wir vorher nicht machen konnten oder die wir immer machen wollten und nicht machen konnten, weil die Kinder da waren. So, und jetzt kann ich das. Ja, da wären wir wieder in dem letzten Video, was ich gemacht habe, auf zu neuen Ufern. Ja, und das ist doch schön. Schön, eigene Dinge zu planen. Und wenn man dann sich mal mit sich selbst beschäftigt und nach einer Woche oder zwei dann plötzlich sieht, wie toll es ist, was das Kind eigenständig geschafft hat in der eigenen Wohnung und ja, eigene Erfolge erzielt und das immer und immer öfter mitbekommt, wie toll mein Kind doch ganz eigenständig lebt, dann wird das Loslassen immer einfacher. Ich muss halt einfach nur anfangen, den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, so, die positiven Dinge am Loslassen sind und nicht die negativen Dinge. Wir waren schon mal bei dem Thema, gell? Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und wenn ich das Gute am Loslassen im Kopf herfinde, dann sagt mein Bauch irgendwann auch ja, weil das Gefühl, ja, das Bauchgefühl, die Mutter- oder Vatergefühle, das Kind beschützen zu wollen, das ist ja so ein Urinstinkt. Aber vom Kopf her wissen wir eigentlich, dass wir unsere Kinder loslassen müssen. Also müssen wir unseren Bauch mit guten Argumenten überzeugen und auch mit Tatsachen überzeugen, dass es gar nicht so schwer ist, Kinder loszulassen. So. Und dann kann ich für mich auch feststellen, wenn ich das parallel laufen lasse, mich also auf mich konzentriere, meine neuen positiven Wege gehe und parallel sehe, dass mein Kind seine Wege auch ganz eigenständig ohne meine Hilfe gehen kann, ist das Loslassen wirklich ein Thema, was gut tut. Es tut mir gut, etwas Neues zu tun. Ja? Und es tut mir auch gut zu sehen, dass mein Kind seinen eigenen Weg geht. Ja, ich habe mich heute ganz bewusst entschieden, das Thema Loslassen bezüglich der eigenen Kinder herauszupicken, weil das können die meisten wirklich auch greifen. Weil das Thema geht nämlich auch andersrum. Wir Kinder müssen unsere Eltern auch loslassen. Ja, aus dem warmen gemachten Nest, aus dem Hotel Mama ausziehen, eigene Wege gehen, unser Leben selbst in die Hand nehmen, feststellen, dass wir eigenständig sind und dass wir Erfolge feiern können. Ja, das heißt, loslassen ist nicht nur einseitig von den Eltern, sondern genau das gleiche Spiel, was ich eben gerade erzählt habe. Machen oftmals auch die Jugendlichen durch. Oftmals will der junge Mann oder die junge Frau gar nicht so recht raus aus dem bequemen, warmen Nest, ne? Weil man kriegt ja alles gemacht und
Ja, manchmal kann man sich das Auto leihen und da kann man das machen und da zahlt die Mama noch mal das und der Papa spendiert da noch mal. Aber es ist viel, viel schöner, einfach selbst festzustellen, wie toll es ist, wenn ich selbst was schaffe, wenn ich eigen kreativ bin, wenn ich eigene Entscheidungen treffe. Klar, gibt es vielleicht auch mal einen auf den Deckel, weil es vielleicht nicht so gut läuft und mir irgendwo ein Stein im Weg liegt. Aber wenn ich das dann geschafft habe, wenn ich diese Hürde überwunden habe, dann bin ich doppelt und dreifach stolz. Und dann tut Loslassen auch richtig, richtig gut, weil ich einfach merke, was für ein wertvoller Mensch ich bin und dass ich ein selbstbewusster Mensch bin, der sehr wohl alles selber kann und selbst entscheiden kann und ich jetzt auch eine viel größere Freiheit habe. Also nicht nur die Eltern haben eine größere Freiheit, sondern auch die Jugendlichen haben eine größere Freiheit. Sie können über ihr Leben wieder selbst bestimmen, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Solange wir in den gesetzlichen Rahmen bleiben, wohlgemerkt. Ja. Es gibt noch viele Themen zum Thema oder noch viele Sachen zum Thema Loslassen. Ja, also wir müssen oftmals auch einen geliebten Menschen loslassen, weil er verstorben ist. Ein Tier. Wir müssen loslassen, weil sich ein Partner von uns getrennt hat oder wir meinen, wir müssen uns trennen. Es gibt so ganz, ganz viele Themen, die wir hier in dem Bereich noch bearbeiten können. Aber heute soll es erstmal bei diesem Thema Trennung Kinder von Eltern oder aus dem Elternhause ins neue Leben starten, bewandt sein. Heute würde ich hier gerne schließen und in weiteren Podcasts auf die anderen Bereiche zurückgreifen und vertiefen. Wer allgemein zum Thema Loslassen tut gut noch eine Frage hat oder mit mir darüber diskutieren möchte, ist herzlich eingeladen. Entweder per Mail, per Telefon und selbstverständlich auch persönlich. Meldet euch. Ansonsten hoffe ich, euch hat dieser Podcast mal wieder ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, weil es vielleicht eine Erinnerung hervorgehoben hat oder weil ihr vielleicht gerade mittendrin steckt im Thema Loslassen und vielleicht war es ja jetzt genau der richtige Anstoß, mit dem Loslassen anzufangen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Einschalten. Bleibt's gesund. Alles andere können wir regeln und zwar gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Servus, Pfirzeich, Baba, eure Andi.